Aces, wir hatten gestern Tolkien in Karnis Chat, haben ihn etwas geärgert. Es gibt einen Warwick-Emote, das haben wir Tolkien 2 genannt. Das ist doch gar, nein, das stimmt doch alles gar nicht. Erst habt ihr so ein komisches, so ein Affen-Emote von mir gehabt. Dann ein Drachen-Emote, dann ein Wolf-Emote. Dann habt ihr mich viermal getimeoutet, die Mods. Weil dieser Legendary Larvitar ist Mod bei Kani. Nämlich viermal getimeoutet. Eigentlich soll ich mich an ihm rächen. Komm, krieg einen Bonk von mir. Hier, there you go, 10 Minuten. Dann muss ich permanent irgendwie wieder entbannt werden und so. Schrecklich. Schrecklich. Dieser Legendary Larvitar. Fairerweise war ich meistens nur für so ein paar Sekunden gebannt, dann wurde ich wieder entbannt. Ich glaube, ich mache das bei ihm genauso. Freedom! Freedom für Legendary Larvitar. Freedom! Wieder entbannt, weil fairerweise, ich war auch nur immer so 2 Minuten gebannt, nicht wirklich 10. Weil ich habe ein paar Mods in Karnis Chat, die für mich gearbeitet haben. Und ein paar, die gegen mich waren, ein paar, die für mich waren. Da konnte ich ein bisschen die gegeneinander ausspielen. Sympathiepunkte verwerten und eincashen. So, Blueside, LeBlanc-Bann weiterhin. Talia, dieses Mal die Adaption, dass sie rausfliegt. Bitte keine Kalista, keine Kalista, keine Kalista, keine Kalista, keine Kalista, keine Kalista, keine Kalista. Ja, nice, 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 nice. Wer interessiert daran, ob die NA-Boys jetzt vielleicht einfach Ciri und Nami spielen wollen, um das quasi wegzunehmen? Du kannst ja Ciri und Nami spielen, damit Lucian quasi entkräften. Und dann kann Ciri sogar gegen Lanningface triumphieren. Wir haben ja sogar gesehen, dass Lucian Nami verlieren kann gegen Ciri Lulu. Von PSG haben wir es präsentiert bekommen gegen eine richtig, richtig gute Lucian-Nami-Kombination. Nämlich die von Jackie, von Elk und On. Das nehmen wir jetzt wahrscheinlich Varus plus Renata, Varus plus X, auf jeden Fall aber Lucian plus Nami. Du kannst auch Varus-Nami spielen, aber es ist nicht so wahrscheinlich, dass wir das sehen werden. Und Varus war bisher auch so ein Champion, der so ein bisschen Alibi-mäßig gepickt wird, um halt halbwegs irgendwie Priorität zu bekommen. Ist der Most Played AD Carry beim Turnier mit negativer Win-Rate und vor allem natürlich der Westen hat den viel gespielt. In die Kalista hinein ist der Charakter auch immer gerne gesehen. Der wird einfach, der 30 hat gespielt. Gutes Matchup gegen Kalista, keine Frage. Und dann wird es die Rell. Rell ist natürlich ausschließlich ein Jungler auf dem Patch. Kann nicht mehr, ausschließlich ein Support. Kein Jungler mehr, kann nicht mehr gejungelt werden. Die ganze Bonus-Damage wurde dir weggenommen. Von daher bin ich sehr überrascht davon, dass du bewusst Rell gehst in Lucian Nami rein. Das plus den Sauer sieht gerade sehr gut für Fnatic aus. Wir haben auf jeden Fall dominantes 2v2 Botlane. Wir haben, oh nee, da, nee, oh nee, oh nee, oh nee. Können wir die Kesante deleten? Können wir ihn einfach löschen? Ich hab Brötchen-Chat, look. They are beautiful. Es wird gefrühstückt. Ein Glas Wasser und 2 Brötchen. Nice. Aber können wir Kesante einfach löschen? Jetzt wieder der Camille Fade Bann Rotation genauso wie in Game 1. Er gibt absolut Sinn, um Kesante halt vorzubereiten, right? Dann hat letztes Mal Oscar einfach Zac reingepickt. Hat auch nicht wirklich schlecht funktioniert. Viel, viel Plan-Vorteil gehabt, wie 20 CS lied, bis er halt dann gesolo-kit wurde. Ab dann war's lost. Aber das Matchup ist meistens für Kesante kacke. Fast alle Matchups, aber er gewinnt danach einfach so hart, weil er so krass scaled. Obwohl Lanningface meistens halt reingepusht wird, die ein oder andere Platte droppt, sei es gegen Udyr, gegen Renekton, gegen Rek'Sai, gegen TF, gegen Camille, gegen Zac. Wir haben schon so viele Matchups gesehen, die allesamt irgendwo okay sind, aber nicht wirklich toll. Kesante ist danach einfach immer gut. Und du bist einfach schlechter. Eieiei. Aber hast du nicht gesagt, im momentanen State ist Kesante einigermaßen balanced. Kesante ist auch balanced, I guess. Er hat eine Menge Probleme. Also wirklich, er hat eine Menge Probleme, die ihn anfällig machen. Deswegen ist er ja auch in Solo-Queue so terrible. Ist halt die Frage, was ist für dich balanced, ne? In Solo-Queue ist der Champion hat 44% Winrate. Die schlechteste aller Top-Laner. Das heißt, er ist sogar underpowered. Man sollte ihn buffen nach Solo-Queue-Daten. In Pro-Play haben wir das Gegenteil. Da ist Kesante sehr, sehr stark mit 70% Winrate. Aktuell, also, ja, je nachdem, wie du Balance halt sehen möchtest, ne? Das ist dann ja davon abhängig, wie du sehen möchtest, I guess. Aber er hat eine Menge Early-Game-Schwächen, die wir nie ausgenutzt kriegen.
aus westlicher Sicht aktuell. It just is what it is. 70% Winrate hat Cassante bei MSI bisher, also 69,6% und dann 72% Präsenz. Heißt auch 30% der Games wurde gar nicht gepickt oder gebannt. Aber he do be strong, weil immer er gespielt wird, vor allem gegen Europa. Deine Clash of Beat. Vielen Dank, Fanenz, hat mal willkommen. Danke dir. Fake Draft gefällt mir. Ja, aber jetzt machen wir noch eine Runde Gamba. Ich mach euch Gamba an. Ich mach euch Gamba an, Chat, keine Sorge. Vorhersage starten. Wer glaubt, ihr gewinnt? Fanatik oder TL? Ihr habt eine Minute Zeit. Viel Spaß. Wer gewinnt? Oh, Vorhersage schon da. Oh, ich muss gar nicht gambern. Mods haben schon gegambert. Sehr gut. Ja, also ich bin happy damit, dass wir Lucian Nami spielen. Dass wir nicht nochmal für die Kalista gegangen sind. Ich glaube, das ist ein riesiges, riesiges, riesiges Upgrade. Das Game 1 auf jeden Fall hätten wir das auch schon machen dürfen. Bitte, bitte scheiß auf Kalista. Wir sind nicht gut drauf. So wie sie spielen. Von daher einfach nicht mehr spielen. Ist sehr sinnvoll. Und dann natürlich, Gesandt immer ein Frustfaktor. Ich denke, dieser Champion ist einfach zu mächtig im Pro-Play. Ist low-key balanced in Solo-Queue oder auch da underpowered. Weiß ich nicht, wie man es insgesamt ausdrücken möchte. Ich meine, wenn du kein Minuto spielen kannst, ist geil, aber im Kontext von Lane-Swap. Also wenn es kein Lane-Swap geben würde, wäre Kassant auch nicht gut bei dem Turnier. Oder viel schlechter, weil dann würde er halt in Landing Phase extra gecountert werden von mehr Champions als Zweien. Weil dann ist, also TF ist halt so der eine, der okay ist und das war's. Aber wenn Cassante nicht mit Lanesop dabei wäre, dann würden wir Vayne dagegen sehen. Wir würden Camille sehen, wir würden Fiora sehen. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde Cassante echt die Kacke sein. Aber ist halt nicht der Fall. Hätte, würde, müsste, könnte. Es ist nicht so. Von daher ist seine Winrate einfach ziemlich gut. Obwohl ich auch, als ich heute Morgen nochmal nachgeguckt habe, schon erstaunt darüber war, dass er tatsächlich in fast einem Drittel der Games weder gepickt noch gebannt wurde. Obwohl er sich so OP anfühlt. Also es scheinen auch nicht alle Pro-Teams den gleichen Read zu haben auf diesem Charakter, right? Ey, dein hier Knei für deinen Subman. Willkommen. Danke dir, mein Dude. Gesandt in Mainstage ungeschlagen. Muss gebufft werden, Riot-Style. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Im Mainstage ist er nicht ungeschlagen, oder? Ich glaube, das stimmt gar nicht. Team Liquid hat gegen Top Esports verloren. In der ersten Runde. Und da hat Impact auch Cassante gespielt. Das war Mainstage. Das war gegen den Urgott von 369. Oder war das noch... Nee, das kann ja nicht Plains sein. Top Esports hat Plains gespielt. Aber den Liquid ja gar nicht. Das kann gar nicht... Nee, das kann nicht stimmen. Cassante ist besiegt worden in der Mainstage. Danke dir, Tim Thaler. Vielen Dank für den Sub, liebe Bro. Bam, bam. Haben wir eine Pause oder warum gehen wir nicht rein? What is happening? Aber mal kurz die Meditationsengel. Was passiert? Ich mache meinen englischen Cast an, vielleicht wissen die mehr. Up in his chair. I think that's a good sign for us. I see some readies in chat. I think that is a very good sign for us. Queuing up this game. Game number 2. Ich habe mich auch low-key Bock, den englischen Cast zu hören. Weil es kann nicht ganz lustig sein, wenn jetzt so die englischen Caster untereinander bantern. Wollen wir kurz ein Game ein bisschen reinhören, actually, wenn sich so Kobe ein bisschen bantert? Mit Vedi und Dracos? We're getting ready for game 2. I'm hoping for more games. I don't want to see a 3-0, mainly because I'm an EU fan. But also because I'd love some good... No, you're a fan of a close series. You're a fan of a close series. Don't tell them that. Also, after the last few series, I've really... Ja, ein bisschen reinhören, Jet. Das sehe ich mich. It's true, it's true. The beginning 3-0s that we got... Bisschen banter ist geil. We're done with those. Vor allem bei den Stakes von westlichen Teams. Of Silver Scrapes. And the full 5 games. Noah starts out with some first strike money. Oh my. Money in the back. Why does it still say 0-0? But it's blue now. You gotta understand, it's less than 100 gold. They're not allowed to put it on. Bigger question, but why are all the others red? Yeah, they turned it, they turned it blue. By default, yeah, TL gets the start. Anwesend, grüß dich, Bro. Guten Morgen. Ja, Oscar mag Poppy auch sehr. Mit dem Matchup sind wir eigentlich, glaube ich, sehr glücklich da oben eigentlich. Azir von Junior hat auch immer ein starker Champion von ihm. Lucian Nami, bin happy mit der Draft. Viel besser als vorher. Viel besser. Aber gestern ist er einfach ein Dorn im Auge, ne? Keine Frage. Mid-to-late-game-Damage-Source in an extended Teamfight, not opting for the lethality that so many teams do prioritize to get mid-prio, to allow you to play more through your sidelanes.
you know, taking that carry mantle on his shoulders up against Noah and Jund. While we do expect the bot lane matchup to be difficult, at least in the first few levels, Core and Yawn can make a lot of aggressive plays. All right, we get our Raptor Ward for our handy-dandy vision on enemy jungle, especially important here in the Lee Sin matchup. They are going to see that he starts red side, so they should be tracking timers there down on the bottom side of the map. Meanwhile, on the top side, Oscar, power of the Poppy level one. A little bit more impactful in those early trades. Obviously, won't have the sustain of the Zac, but can still be a big threat and offer a lot of reliable teamfight utility. Yeah, Poppy is really good. Obviously, the W everyone focuses on, you know, stopping dashes. But the buff with the percent max health damage on the Q really did a lot for a lot Warte. Of tank matchups. Yawn spielt, let's tell you, der spielt on Hedvarus. He's trolling. Warum spielt er keine, das ist ja so gut für uns. People don't really like giving up Cassante in the first place. Der spielt on Hedvarus. Gegen die Draft. Er kann nicht auto-tacken. So bracket stage, 11 now, thank you, Impact. 11-1 das ist so gut für uns. Das ist ein Traumcatch schon wieder. Oh, Instaclance, well played. Knight going down as well. Sehr gut, Instaclance. Sehr gut. Commits all of his summoner spells to try and get an advantage, but he does it into a massive minion wave. He ends up coming up short as well. We see both junglers pathing towards bot. I wonder if Razork is... Oh, cannon minion lost there for Humanoid. APA going to be feeling good about that one. But yeah, I'm wondering now if Razork is eyeing up that bot lane and saying, hey, there's a potential play here with no summoners on core and a ghost already expended from Yawn. I think in a perfect world, when you're in a range match like this and you have the Hex Flash, you get a flash out from support enemy AD. It sets up for such a simple follow-up gank from the jungler. But when you only get the cleanse from Lucian, that's going to sting for the next few minutes. You're already not favored in the 2v2. The sustain of Nami, obviously very heavily buffed. The big reason we're seeing this duo kind of come back or at least remain dominant. So the extended lane going to be tricky for TL to weather the storm. I think the big thing as well with the recall there for Noah going back just getting a longsword is that it is this definitely going to be bottom side Scuttle Crab picked up here for Umpty, and he'll have first position in the river here. Does he get to the brush? Noah, so it's going down. Nice sidestep on the dash coming in from Core. Razork looking for the 1v1 versus Umpty. Umpty waiting. Strike to expire. Good poke onto Yawn. Yawn forced to blast. No immediate follow. Can't quite finish the kill. Nice bit of CC coming through from nice. Core. Arrow fired back. But Fnatic overall heavily favored nice. In the trade. Yeah, getting that flash off of the Varus is critical here. And Razork's not done. Going to delay some recalls as well. Just being a pain. Team Liquid as they're forced to go back to base. Jund even committed the heal. Hey, Chad, ihr habt doch gerade gesagt, ich finde es auch mal ganz geil, ein bisschen eng den Banter der Caster, wenn NA gegen Europa spielt. Gerade haben wir noch alle gesagt, so rein und jetzt sagen wieder alle so muten. Auch mal entscheiden, Chat. Auch mal die Wahl treffen und dazu dabei bleiben. Hey, guten Morgen, Solo. Grüß dich. Jungle pressure here, you know. Zin's out, very good in those duels. Just charges right in, runs through Umpty. Solo zu der Stunde, wer hätte das erwartet? Keep your eyes on the top crab here. Umpty's gonna secure it as he makes his way back out onto the map. Good vision drop from him as well. I don't think that they Komm, Chat, wir hören einfach ein bisschen rein. Da ich noch nebenbei was machen kann, freue ich mich darüber zur frühen Stunde. Und ich finde es auch eigentlich ganz nice, wie gesagt, bei dem Matchup die Caster zu hören eigentlich. Ein bisschen, zumindest. The early base damage, tough to handle, tough to deal with. Dragon is spawning on the bottom side. TL trying to fight back. Get a bit more pressure here. Nice awareness from Razor being able to steal a bit of this Raptor's Flash. Es kann 6 engage, nur kein Cleanse. Oh nein, oh nein. Aber wir haben auch Dash. Ja, wir können win this, wir können win this. Noch eine Q, jetzt die Q. Der Winkel, der Winkel. Now free to fire back at least a little bit. Core blinking health bar, but walk away for now. Needs to keep backing up, remounting. Okay, wenn Noah kann schon Flash weh? Ja, ich würde ein Schild kriegen, Cordel Day, wenn er Crash Down benutzt. Nicht gut. Looks like Yawn's poking around still here too on the Varus. This wave is going to push back towards them, so he doesn't need to extend into the lane and open himself up to a pressure from Fnatic trying to blow his ghost or anything. APA getting pressure in the mid lane is going to use that to roam down and at least poke his head into enemy jungle, pop the Scryer's Bloom. Can't always look to roam bottom lane. Need to see this duo kind of start to take over the map, especially on the level 6 point for Lee Sin. I mean, Fnatic, I think, are going to be thinking about trying to push this wave out, get a reset, and then start looking towards those grubs. But as I say that, Razork is still hovering around. Maybe he just wants to escort this wave underneath the tower, make sure they can get their recall off, and that's what it looks like.
something that we've been seeing more of from teams is securing those early grubs. Da war ich bin so früh, er ist nur heute so. Heute und morgen natürlich. Wir haben zwei Best of Fives, deswegen haben wir 6 Uhr Startzeit. Danach ist wieder 8 Uhr. We look at the minimap, you can see Razzok making a beeline towards the top side of the map. Let's see if Jun chooses to follow him. Or whether instead they'll go back towards the bot lane. Really though, you can invent any name you want for those things. I think people are very accepting of whatever. The mites, the voidlings, the little guys, the Kevins, the beans, the beans, the jumping beans. Razork though gonna go on up towards those with humanoid and should be able to secure those first three in trade for the dragon that we're talking about. Solid start from Fnatic. Good use of the mid prior that they have. APA gonna be first on the wave, but Jun already resetting and coming mid. Ready to counter any response that could come through. So just the Might for Dragon trade in the end as Noah gets a bit of free time to farm on the bottom side. And despite a lot of the trades looking kind of Fnatic favored early on in the bottom lane, it's only 100 gold difference with Noah packing first strike. So TL weathering the storm pretty well. Ein richtiger Banger und auf meiner Lieblingsbilligt auf der Ausschleife. Weiter so. Respecting it. He's cautious. He knows the APA is missing and he knows that the dragon was just secured. Cool, I didn't know, was ist Hörersumme? Was ist das? Noch nie gehört. Yeah, this Team Liquid composition really revolves around getting picks. Whenever you go for the Ahri Lee Sin combination, you need to take advantage of the mobility of these champions no joke. And actually find some mid-game picks. So first step in doing that is always setting up some deeper vision through the jungle. And especially between the mid lane and bottom lane are the kind of the highways. Sehe ich das richtig, dass Jensen ausgewechselt wurde? Jensen spielt bei FlyQuest, nicht bei Team Liquid. All of the rewards are down around ganking those bottom sides and invading. Der ist basically nicht mehr bei TL einfach. We know this matchup is favored for Poppy, but Tabis Varus ist komplett toll. Varus Item ist komplett toll. Also, Tabis sind gut gegen Double Hell of Blade, Eddie Carry Botlane. Wenn du das spielen würdest als Varus gegen Kalista plus Ashe zum Beispiel, dann ist fein. Aber hier gegen Lucian ist basically ein Spellcaster, gegen Nami ebenfalls. Dann Azir sind sau Poppy, quasi nur. Der ist ein sau Auto-Attack später wirklich. Also, es ist sehr, sehr toll. Ja, Lucian's Double Passive macht's nice, aber der ganze Varus Item wird ist ja schon toll. Ich bin super happy. Weil jetzt hat Varus das gleiche Problem, was gerade eben Noah hatte. Quasi der Varus wird erst super spät auf Blade sein. Dadurch, dass er spät auf Blade ist, hat Lucian basically die zweite, bevor Varus ein Item hat. Wenn er noch Tabis kaufen muss, gibt er noch 1100 Gold für ein anderes Item aus. Halt in dem Fall Tabis, die Lucian nicht ausgeben muss für Berserker. Was richtiges Desaster werden kann. Ebenso viel Impact, Top and Dive. Das ist ein Dreimal-Play. Sobald er sie eintrifft, ist das ein geiler Angle hier. Aber hat noch keinen Teleporter. Das ist ein Kill. Humanoid geben? Nice! Richtig big, man. First Blood von Fnatic, insane. Freut uns extrem. Wir sind uns cool, dass wir Botter nicht getaucht werden können. Das wird jetzt nämlich die Antwort bewerten von TL. Ob sie Botter diven können, ist halt die Frage zu dritt. Upper Move jetzt, das ist so viert Move, deswegen sprintet jetzt auch Razor direkt Botlane. Die UF ist recht groß, aber wenn du hier fighten gehst, ist es eigentlich okay. Umti ist bereits halb HP. Jetzt ganz kurz respektieren, bis Razor da ist. Paar Minutes abgeben, das ist die Antwort für mein Botlane. Aber es ist fein, First Blood Top Lane, alles was zählt. Wir sind happy damit. Wir brauchen noch dringend besseres Early Game als letzte Runde. Da haben wir ja recht flott verloren, aber hier. First Blood, paar Voidies. Jetzt hier, ja, man hat ein paar Millions Botlane verloren. Aber du kriegst den Großteil, alles entspannt. Da ist auch noch der Red Buff, kriegen wir den? Nice! Nice, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Right in the last like 30 seconds here, pushed out of bottom, doesn't get the Red Buff either, as Razork was able to reset. APA just trying to harass, make sure they can protect the vision that they do have. Razor stealing away some of that. Würde das Standard Sky Poppy? Ja, 100%. Ist auch gar nicht bad auf Poppy. Ich würde dich sehr gerne auf den Buckler zu kritten. They know it's coming. There's not much that they can do about it though. Even if he tries to retreat, he's still going to get dived. So his main game plan here is to get as much farm as possible. And the patience, Kobe mentioned it. They wait for the third proc of the Umtofos, then they interrupt the dash. They knock him into the tower and he doesn't even get to move. Just very well played from Fnatic. Yep, very, very well played. Seems like they're calming down. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Far away with the flash forward is going to make sure that Umti can connect. Oh, I mean, that's the pick that we were setting up before, you know, the Lee Sin Ahri. Nicht gut, Razor, nicht gut. A lot to do it though. That was flash and kick and Ahri ultimate. See what they can do with the jungle advantage now after getting. Ein guter Trap. Ja, es ist leider nicht das erste Mal, dass passiert das gegen Razor. Flash there, kind of accepting death when. Oh nice, Oscar macht Meter, Mann. Holds on to it for the next fight. Weiß ich, wie Standard Sky. Oh, okay, okay, ja, Standard Sky Poppy, ja, gleich fertig das Item. Nein, 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 ja, ja, nein, ja, 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 ja. Wir gewinnen das Oscar gerade in den Diven, oder? Flash dann?
They could call jungle too. Impact is in a tough I think it's three. Here. I don't know. At this point, it's three. Impact is four. The grubs is just an easier secure. Solo kill in 3, 2, 1. Even if Impact tries to clash, no ulti, it's guaranteed objective. You're gonna get six grubs, and I think that this is the smarter play. Gerade, sich da nicht getraut hat reinzuflashen, während Impact keine VR hatte. Objective. You can maybe even look to contest dragon spawning in 30 seconds. Depends whether or not Razzle wants to try and get a base. Weil immer gesandt auf deinem Bildschirm ist, musst du einfach zittern. Als europäischer Fan des E-Sports. Bisher hat nur ein Gesandter verloren in Main Stage und das war Impact. Can he do it again gegen 369? Da wird TP, okay. Oh no, die Ult hat komplett gefailt, wird getreten. Nein, er hat getreten. 3 Sekunden noch treten. Okay, lucky. Umdi hat noch keinen Trick. Wenn Umdi der Kick für Yumi noch hat, ist das ein Desaster-Play. Aber Umdi hatte 3 Sekunden auf Kick. Und so Yumi hat da gestorben. Richtig insane, dass es den ganzen Trip nicht gereicht hat. Big. Nice Tabi-Damage. True. Die Tabi ist true. No flash because of the previous play. Cannot kick flash Razor back into APA. Are they overextending? But yet? Bottom side also got chased up through the river there. So we see the push out. Fnatic getting a couple of extra waves there. You mentioned the one in mid lane. Now they're pushing out. Dieser Range Standard Skyproc auf dem Buckler? So geil. Ich weiß gar nicht, wie genau das Geld. Warte, Razor. Nein, not again. Nicht das dritte Mal Raptor, das vierte Mal Raptor. Not again. Diesmal ist es eine Trap für Umdi, richtig? 1-2-1. It's fine. Overall, no junglers gonna be around for that dragon fight. Yeah, both junglers down, so I think they are gonna avoid the objective and just. Hoppy wurde vor längerer Zeit schon geändert, als ihr Buckler Magic Damage macht. Kritet der Magic Damage von dem Buckler wegen Standard Sky? Crazy back and forth. Umdi and APA doing what they can is. Oh no. Ja, danke, dass du flashst. Ne, wir können auch erst in 3 Sekunden Ult, ne? Oskar muss da nicht reingehen. Oskar hat jetzt Ult gegen Impact nicht. Ja, aber wir kriegen ihn drum. Ein Buckler. Grubs are doing so much work here. Oscar himself on this Poppy counter has a 1.3k gold lead in top lane. Der Magic Damage crittet geil. Also Pop macht echt richtig viel Magic Damage dann. Wenn der Magic Damage crittet vom Buckler auf Standard Skyproc. Oscar is really the hero of chat. The hero er kann nicht sterben. People. Er hat das Sky. Er kann nicht sterben. Er kann nicht sterben. Das ist Oscar. Er kriegt einen Solo-Kill. Oscar. Er hat das. Noch ein Zahnarzt Sky in 2 Sekunden. Da ist er. We win this. Und noch Buckler einsammeln. Oh. Oscar. Zahnarzt Sky Prox. Zahnarzt Sky Prox Big. Richtig big. Gutes Movement. Nicht zu deinem scheiß Buckler gelaufen, einfach schön die Sun Skyprox gespielt. Big. Sehr gut. Sehr gut. Richtig schönes Movement. 50 CS Lead, 5 Platten Top Lane, Oscar, Maschine. Sein Flash davor, Blondie zu vernehmen, war sehr kacke von ihm, aber er hat es hier rausgespielt. Da ist er kein Flash, hat er der Loki irgendwie Impact reingebetet, ne? Sehr gut. I like the Thunder Sky adaptation. A lot of people going quickly and tank items in this matchup, but that healing's been big. Fnatic though, seeing Umpty and Core on the side. So that's guy balance. Mid-Lane-Turm tot. Humanoid hat noch keinen Flash. I think we're losing Botlane-Turret, aber das ist mir kackegal. Gib Varus den Turm. Varus ist so goddamn useless. Das Game sieht sehr geil aus, bis auf die Drachensituation. Dafür haben wir 2 Voidies bekommen. Mid-Turm weg, Top-Turm weg und look at this chat. Varus geht jetzt Base, hat eine Pickaxe. Lucian geht Base, er hat Seal. Lucian ist gleich bei 2 Items, bevor Varus ein Item hat. Das ist exakt okay, Athlete. Ist exakt actually wie in dem Game davor. Wo die Kalista genauso useless war wie jetzt hier der Varus, weil sie auch nicht kaufen. Dann war noch Action Lucian und Noahs weiter weg davon vom Power Spike, als ich gehofft habe. Ich guess, er hat weniger für Strike God bekommen. Trotzdem, wenn er Rapid Fire hat, ist das Game so einfach zu spielen. Er ist nicht weit weg davon. Juno hat leider weit weg vom Turm. Ich glaube, den muss man loslassen hier. Yep, 07 an Humanoid. Dragon's Rage into the immediate follow-up. 07 Humanoid, wir pushen mit into Botlane. 07. And now we need to dive Botlane. We need to dive the Botlane. We need to go bot and we need to dive bot. But Team Liquid, they focus so much on these picks here.
Wenn wir den Turm kriegen könnten, dann wäre geil. Ich glaube, wir kriegen den easy. Wir haben 6 Voidies und Demolish auf Poppy. Poppy ist rich. Poppy ist richtig rich. Da ist der Demolish, Pocky. Promi, Daddy, Daddy, wann immer Oscar, Willi, Willi. Aber außerdem ist noch ein paar Minuten sterben. Impact ist 2 Level behind. Impact ist fucked. Ends up getting punished for it, and now the cross map is happening. Both top laners, well, I say top laners, both teams, I should say, training is out of towers. Is Noah? Nicht goldet. Oh, wird er schon rein? Wir haben Cleanse. Ult Mist. Fein, einfach das Engagement. Wir müssen nicht fighten, Jungs. Einfach raus jetzt. Wow, diese ganzen. Oh, okay! Ja, das Flash! Die da sind Flash! Da haben ihn gerade Tabis Loki gerettet. Tabis und Ghost machen Meta, aber hätte flashen können und wären niemals in Position gewesen zu sterben. Schöne Kombo von Humanoid. Nicht schlecht. Not bad at all. I mean, the crucial advantage is that Dragon spawns in 2 minutes and Yon has no summoners. Humanoid only had to commit the TP there, which he gets back to mid lane. Now he can translate. Wenn Oscar jetzt top lane geht, ist es true mit dem Teleport. Wenn Oscar bottom bleibt, ist der Teleport ein bisschen ärgerlich. Yeah, he only has Sundered Sky right now. Might need another. Oh, but here comes APA. As long as he can stay in the fog. This is the long con. Yep, they can punish Humanoid here. It's a matter of whether he respects. Oh, das hat echt aufgewertet geklappt gegen Fnatic. Bitte respektiert das Humanoid, bitte. Du hast doch wieder Flash ready. You don't need to die. Nice, 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 sehr gut. Okay, cool. He knows that this is way too suspicious. Every Fnatic fan is like, er hat auch kein TP, von daher ist eh kacke für ihn, Top 10 zu bleiben. The pleading in Vedius's voice. It's the classic solo queue thing where you see a guy go for a top wave and I'm like, I see on the minimap, no one is visible. Bro, you have to. It's also the classic Humanoid thing. You get absolute cinema or straight to DVD. There is no in between, right? In this case, made the one mistake on a side lane. Of course, I think that's the thing we were talking about with Fnatic in game one was that we want to see them be more tempered, be more disciplined. I think they have done a good job of that so far in this game, even if they've been caught out once or twice. But TL, yes, they're at a 4K gold deficit. They've already stacked 2 Drakes. They have the on-hit bars as we get later into the game, and Fnatic have to still play this one out carefully. Can't afford to overcommit, as APA may have overcommitted himself. Razork. Gonna force the ulti out at least when it becomes lightning will not connect. Another advantage gain though ahead of the dragon. 50 seconds. Fnatic. Yeah, the ult is ready for Drake. Committing on the top side, but they can use. I got medigments. The ult is here now. The champion is busted. Look, they brought Poppy into the mid lane to catch this wave. TL is kind of overcompensating, trying to match this pressure top. I think this is a good play from Fnatic. Just hard force with the Rift Herald up here before dragon spawning. That is a lot. Might spawn. I see them now transition. Der Place by the way Mitte nicht top lane. Der Place Mitte. Yeah, here. Look at this. Der Turm hat mehr Damage genommen als Toplane, wo Oscar eine Wave hatte mit den Void Drops. Er kann maybe den ganzen Turm sogar nehmen hier. Oh, nicht den Fight nehmen, Oscar, den Turm. Impact anti-P-Bot, oh nein. Das ist gut für uns, actually. Das ist gut. Wir kriegen Top-Turm mit Turm. Nice, nice, der kann Flash. Tot. Easy. Und Mitte ist auch free. Mitte ist free. Wo ist Impact? Da ist Impact. Oscar spielt das. Oscar spielt das. Oscar spielt das. Oscar spielt das. Macht Bombi zu. Mitte ist umfällt auch noch. Ist insane von Oscar. Ist richtig. Gut. Bumsi tot. Oscar, du Maschine. Junge, wie geil sieht Zahnarzt Sky Poppy aus, by the way. Zahnarzt Sky Poppy sieht ja so OP aus. Oscar, du Monster. Wordplay an ihn. Wir playen auch die ganze Zeit Midlane von Fnatic. Weil da die Menschen, die sind Poppy, der kann nichts tun. Poppy countert seinen Champion. 2 Turrets für unsere Boys. 2 Kills für unsere Boys. Glückseligkeit für alle im Twitch-Chat. Noch Drake oben drauf, wenn es geht. Dann gucken wir lieber Mitte zu. Mitte ist gerade Impact am Flank-TP. Und Oscar fightet gegen 2 Mann. Aber Oscar holt gleich einfach die Sin, Kessante raus, der nicht gut geweht hat. Und dann überlebt er das. Aber was passiert, während wir im Replay sind? Der Drache? Ist unser. 2 Point weg. Easy. Sehr, sehr gut. Aber jetzt sehen wir jetzt mit einer Priorität mit Lucian. Wir haben Drake, wir forcen eigentlich relativ zügig Nash in den nächsten. Ja, was, also wann forcen wir Nash in den nächsten 2 Minuten eigentlich? Wir haben einen geilen, starken Azir für Nash. Der macht viel DPS, Lucian auch. Er ist ein Crit AD Carry, kein Lethality AD Carry, aber auch nicht so viel DPS, ne? That's a whole item. I'm with you, but Poppy wasn't even in the top side fight that they won, Cody. Sehr gut von Oscar. Sehr, sehr gut von Oscar. Oscar macht ein geiles Turnier. Aber er ist inkonsistent dabei. Ich finde bisher konstant geil sind Jhon und Humanoid. Oscar ist so richtige Pop-Off-Games, aber auch ein paar Kack-Games. Aber seine Camille gegen diesen Kleinen, seine Poppy jetzt hier, holt mich ab. One at a time, please. Poppy also, I feel like, was so, so cool of a pick from Mickey in the G2 series. Obviously, you know, the beginning of that. Of that game number 5, he was absolutely popping off. Does seem to be an EU Poppy. EU power pick at the moment here.
in at MSI. We do like exceptionally obnoxious champions. Speaking of, there goes Humanoid. He's going to connect on the APA, but the dash back, and Humanoid overcommits. Yawn quick to pop him and punish. Oscar? Without Oscar there, their lead isn't actually that big, but I'm going to be the trade back. Ich glaube, da hat sich Humanoid ein bisschen sehr gefühlt. Hat den Gegner suspected. Der eine hat Flash, der andere hat Ult. Und du bist nicht fähiger. Du kannst nicht für diese Shockwave, für diese Ambrose Divide, Shuffle-Kombination gehen. Ich weiß, ich bin Fanboy, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei anderen Spielern sieht die Combo einfach aus, als wäre sie in Slow Motion. Bei Faker ist irgendwie so auf mal 1,25 Speed. Bei anderen ist sie so auf 0,75 Speed. Weiß ich nicht, sieht irgendwie weird aus. Will jemand mit, dass sie reinschaffelt, dass es nicht Faker ist. Danke dir, Stoic. Vielen Dank für deine Zeit, Mann. They are the ones looking for the scrappy, like, pick isolated plays. Humanoid goes right in, and Yawn is able to flash it this time around, and so they get that pop that you're talking about. But Umpty as well, into the back line, is going to be the sacrifice. I will say that I think Umpty can still be pretty happy that they got Noah's flash, because truthfully, Noah didn't need to flash that. Even if he got kicked, I don't think he was in any real danger, given that Humanoid was the focus from TL's backside. So the fact that they traded AD carry flashes, considering that was an engage from Humanoid, ultimately not the end of the world for TL, considering they also got a kill off the back of it. Ends up being 1-for-1, Fnatic still in a commanding lead right now. Dragon 3 minutes away, Baron is available. Top wave being pushed in, well, as long with bot wave, Fnatic forced to catch these waves right now. And Team Liquid, I mean, APA's Ahri right now is kind of their hope. He's got the Malignance plus the Lichbane. The Malignance makes your ultimate such a low cooldown. You just have to keep on trying to look for picks, go camp in brush, look for these burst plays with that Lich Bane. So genau was G2 gestern gegen T1 gespielt hat, beziehungsweise T1 gegen G2 mit Ahri und Lissin. Aber Faker und Ornn haben sie echt kreativ verwerten können. Hier fällt gerade den Boys von Tunic sehr schwer, was auch an der Mitte eine Priorität liegt. Aber Lush Namen jetzt Push holen, machen sie auf jeder Wave. Und no joke, die EU-Poppies, sie haben absolut recht, die Caster. Auch Mickey war ja ein Fan of Poppy. Die poppen auf und jetzt gehen wir Botten in den Turm einfach. Das sind viel Tory Dark mit Prio. Die müssen Nash forcen, Team Liquid. Die müssen ihr Nash machen. Die müssen Nashen. Wenn ich Nash machen, können wir Turm for free. Okay, nehmen wir. Turm for free, okay. Nice, I'll take it. You know, we saw Utility Poppy. Split Push Poppy. Now I'm saying Murder Poppy. Murder Poppy, yes. I wish he played Lolly Poppy skin just so it was as horrific as possible. Also, I don't know what NA is doing, aber ich bin glücklich. Little Christmas vibes, he's giving him a present. Oscar ist so unbalanced diese Runde. Der ist so fucking tanky. Ich hab auch Simula Gold eingecashed, wenn der jetzt Base geht und Root. Der Mann hat Damage, Tankiness, CC, Mobility, Disengage, Engage, er hat alles. Oh. Ist fein. Nur darf sterben. Ist nicht schlimm. Wir müssen bloß Pop. Oh, Pop erkennt TP, ich trolle. Pop erkennt TP, ich bin dumm. Es ist terrible, Pop erkennt TP. Ist fein, wir verlieren nicht Nash. Die Poppy war nicht da, sie kennt die Pia, I'm trolling. Vom Page checkt mir den Fluss, dann Poppy noch reinrotieren muss, sie hat doch gerade Botlane gepusht. Ist fein, den HVHP, Poppy hat Ult. Poppy macht das alleine. Komm, wirf den Buckler, bam, oh, der Damage mit seiner Sky. Der can't do this, Poppy ist eine Maschine. Da kommt die Ult, nice, eine Person schon mal kurzzeitig gekillt und Oscar macht Meter. Oscar, du Monster, Oscar, du Monster, Oscar, du Monster, Oscar. Oscar, du bist goated. Jetzt Recall TP, noch nicht ganz, und auch noch, nice, Humanoid, Malik Buster, mein Goat. Oh mein Gott, nice, 2 Solo Kills von fucking Humanoid. Jetzt kriegen die Amis einfach Objective Bounty so oben drauf. Junge, Oscar und Humanoid, so wichtig. Im 3 gegen 5 contesten das und holen sich mehrere Kills ab. Oscars einfach Raum, den er kaufen kann. Humanoid am Ende rein und holen sich einen Double Kill. Nice, Nash ist unser. Kann man ziemlich griefig eigentlich zu Face checken. Wahrscheinlich hat Fnatic genauso wenig gewusst, dass Oscar kein TP hat wie ich. Sie haben nicht miteinander geredet, weil die noch müde sind. Noch zu wenig Kaffee in der Blutbahn, zu wenig Koffein. Aber diese beiden Devs sind schon sehr schlecht. Dann wollen die halt direkt auch noch Nash forsten, aber ja, I mean, of course they can't. Of course they can't. Look at this. Da kommt nämlich die Monster Poppy. Und sie läuft auf dich rauf, ultet eine Person raus. Dann hast du kein Damage mehr vom Midlaner, dann blockt der Kassante das Combo, damit Kassante nicht rausjumpen kann. Und stand ihn an der Wand. Nice. Und die Standard-Sky-Heilung, ne? 800 Heilungen in dem Fight. Poppy Balance und dann Bob, Bob und dann Bob, Bob. Jetzt haben wir Nature's Tooth. Okay, geht sogar komplett AD. Er hat Sterics Gage gekauft. Wait, er hatte, bevor er gerade eben gebastet, hatte er das Kindle Gem und Chain Vest schon.
Er hat sich gerade komplett das Chain, Alter, einfach 3000 irgendwas Gold, by the way. Tanky, as we approach later in Oscar ist so OP. Yeah, that's why the topic we were discussing earlier, sometimes when an Azir has a really good front line, they still feel the need to go in for like Azir sex, yeah, as yeah, we saw yeah, in the yeah, mid lane yeah, play. Yeah, yeah, and yeah. You're just like, calm down, like you don't have to be engaged. So you gotta, it's so OP. Two item brain and then two item this onward brain. Sit back and hit stuff. Yes. When they designed it, it was supposed to push people away. Der Flank von Corda J jetzt, aber es ist fein für uns. Schön, dass er von Oscar in der Hand wieder, junge Oscar. Und der Sohn zweimal mit Ult. Und es führt einfach die Poppy ist am wirklich ist eine Mörder Poppy. Er boxt einfach alle um. Er hat gerade eben zwei Leute weggeholt und unter Focus hat er gestunt. Wir enden das. GG, das war's. Wir haben Nash. We just win. Vielleicht stand einfach Poppy, Oscar. Mein MVP dieses Game safe. Der Typ hat ja komplett gesmurft. Ja, scheiß auf den Flash dann, dann ist Noah halt tot. I don't care über Noah. Wenn Poppy lebt, bin ich glücklich und Noah hat sogar auch überlebt. Nice! Big. Richtig gut. Sehr guter und schneller Win. Viel bessere Draft als Game 1. So will ich Fnatic spielen sehen. Ist auch einfach der Weg. Hört auf, Glister zu draften. Das macht alles einfacher. Es ist absurd, wie schlecht diese Ornette-Eddie funktioniert. Der Baumus hat einfach nichts machen können. Genauso nicht wie Kalista. Weil der zu spät spiked. Der macht nichts. Für zusammen.